Miyazawa Querflöten. Wer sind wir eigentlich? Was machen wir? Wo kommen wir her? Was zeichnet uns aus? Ihr interessiert euch dafür? Dann bleibt einfach dran. Wenn wir von Miyazawa Querflöten sprechen, dann müssen wir einmal zurückgehen ins Jahr 1969. Eigentlich sogar schon vorher. Vorher heißt, dass Masashi Miyazawa, ich möchte ihn euch hier einmal vorstellen und einblenden, das ist Masashi Miyazawa, Gründer von Miyazawa Flötes Japan, hat, bevor er selbst eine Flötenfirma gegründet hat, nämlich Miyazawa Flötes, schon für verschiedene andere Flötenbauer gearbeitet, hat seine eigenen Ideen entwickelt, wie er sich Flötenbau vorstellt. Und das Ganze ist dann im Jahr 1969 darin gegipfelt, dass er seine eigene Firma gegründet hat, nämlich Miyazawa Flötes Japan. Seit 1969, seit also jetzt etwas mehr als 50 Jahren, arbeiten wir mit unseren Flöten handmade aus Japan mit einem sehr, sehr hohen Qualitätslevel, mit traditionellen Handwerkstechniken verknüpft mit modernen Fertigungstechniken. Heißt, für Miyazawa war es schon immer wichtig, neben der Tradition auch moderne Fertigungstechniken hiermit aufzunehmen. Seit mittlerweile über 10 Jahren haben wir die nächste Generation in Japan hier schon mit an Bord, nämlich Kazunari Miyazawa, unser Präsident von Miyazawa Flötes. Auch ihn möchte ich euch einmal vorstellen. Leitet die Geschicke der Firma seit über 10 Jahren, ist der Sohn von Masashi Miyazawa und hat seit einigen Jahren die alleinige Geschäftsleitung übernommen und kümmert sich um die Geschicke von Miyazawa Japan. Heißt, wie ihr sehen könnt, Miyazawa ist kein Kunstname oder steht für irgendetwas anderes, sondern in dem Fall ganz klassisch ein Familienname und damit auch der Firmenname. Für was steht Miyazawa? Ich habe es eben schon angerissen und angedeutet. Wir produzieren unsere Flöten komplett handmade in Japan und das halt eben, wie gesagt, mittlerweile über 50 Jahren, haben uns hier einen absolut hochwertigen Ruf aufgebaut, stehen auf einer Stufe mit unseren konkurrierenden anderen Marken in diesem Bereich und haben in gewissen Bereichen auch Sachen erschaffen, auf die wir sehr, sehr stolz sind. Ich möchte ein paar Punkte erwähnen, zum Beispiel die Bröcker-Mechanik, die patentiert für Miyazawa schon seit über 15 Jahren im Einsatz ist und hier ein Merkmal darstellt, was Miyazawa sich hart erarbeitet hat und mit Johann Bröcker zusammen ausgearbeitet hat. Genauso möchte ich aber auch erwähnen, unsere immer fortwährende Entwicklungsarbeit finde ich ein ganz markanter Punkt. Wir haben uns nie auf den Standpunkt gestellt zu sagen, das ist jetzt die Flöte, mit der sind wir glücklich, da ist alles prima, es bleibt so wie es ist, sondern wir hinterfragen stets und ständig unsere Produktion, unsere Modelle, unser Klangspektrum. Wir holen uns Meinungen von internationalen Flötistinnen und Flötisten ein, fragen, was braucht ihr, was sucht ihr, was interessiert euch und bauen danach, nach diesen Schemen, unsere Flöten von einer ganz normalen C-Flöte, auch über Altflöten. Was es bei uns nicht gibt, sind Piccolo-Flöten oder auch die Holzflöten, aber die ganz normalen C-Fußflöten vom einfachen Schülerinstrument bis hin zur Platinflöte von 700 Euro bis 250.000 Euro und alles, was dazwischen liegt, ist Kernbereich von Miyazawa. Und seit 2013 haben wir unser Handmade-Programm Made in Japan auch noch erweitert um eine Schülerflötenserie, die dann auch einem Einsteiger die Möglichkeit gibt, mit einem Miyazawa-Instrument schon in die Querflötenwelt zu starten. Denn davor waren unter 2.500 Euro keine Miyazawa-Flöten erhältlich. Und seit 2013 eben jetzt auch unsere MJ-Flötenserie, die hier zwischen 700 oder 800 Euro etwa und dann 2.500 Euro angesiedelt ist und so auch einem Einsteiger ein tolles Instrument zur Verfügung stellen kann, um den Einstieg in die Querflötenwelt zu finden. Firmenhistorisch ist es so, dass unser Werk, unsere Fabrik steht in Ijima. Auch hier möchte ich euch ein kurzes Bild einblenden auf meiner rechten, also auf eurer linken Seite. Das ist unser Fabrikteam im Jahr 2014. War einer meiner Besuche, da ist dieses Bild entstanden, wo ich die Fabrik besucht habe und die Fabrikation nochmal genauer angeschaut habe. Und das ist das gesamte Fabrikteam. Und wir haben zusätzlich zu unserem Team in Ijima
auch noch ein Atelierteam, was für uns die Arbeit in Tokio übernimmt. Das ist dann hauptsächlich angesiedelt für Treffen mit Artists, für Produktentwicklung, für Reparaturen und generell, um auch noch ein Standbein in Tokio zu haben, wo unsere Firma traditionell auch herkommt. Und last but not least, ganz wichtig auch zu erwähnen, seit 2017 gibt es Miyazawa Europa. Und Miyazawa Europa ist die Tochterfirma von Miyazawa Japan und kümmert sich jetzt um unsere Marketingaktivitäten und um unsere Artists in Europa. Wir arbeiten sehr eng mit unseren Distributoren in den verschiedenen europäischen Ländern zusammen und haben somit noch einen besseren Stand und noch einen besseren Blick in die europäische Flötenwelt, um hier auch möglichst schnell und effektiv auf Wünsche und Anregungen aus diesen Bereichen reagieren zu können. Mein Name ist Christian Bach, ich bin Prokurist von Miyazawa Flutes Europa und bin somit Teil der Miyazawa-Familie und arbeite seit 2013 für Miyazawa und bin sehr, sehr stolz darauf, in Europa die Geschicke lenken zu dürfen und freue mich, wenn von eurer Seite irgendwelche Fragen zu Miyazawa sind, gerne eine E-Mail senden und freue mich darauf, euch dann antworten zu können. E-Mail-Adresse blenden wir euch hier unten einmal ein. Wenn euch also irgendwas zu unserer Firma interessiert oder generell zu flötenspezifischen Themen, gerne eine E-Mail schreiben. Und ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch alles Gute und bleibt gesund. Und dann sehen wir uns auf irgendeiner Veranstaltung oder dann gerne auch mal am Telefon oder per Mail, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Macht's gut und bis dann.